In seiner Rede zur Annahme der Wahl hat der neue Bundesrat aus dem Waadtland, Guy Parmelin, gesagt, dass seine Gedanken auch in der Ostschweiz sägen und dass er sie nicht vergessen werde und überhaupt alle will ich vertreten. Tatsache ist aber, dass mit dem frisch gewählten SVP-Vertreter der dritte Vertreter von der französischsprachigen Minderheit Schweiz regiert. Ist das jetzt ein Nachteil für die Ostschweiz? Und was erwartet man da vom neu zusammengesetzten Bundesrat? Bei uns der St. Galler Regierungspräsident Benedikt Würth und der Thurgau Regierungspräsident Jakob Stach. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Die Einstiegsfrage, wo haben Sie die Wahl verfolgt heute Morgen? Ja, wir hatten in der Regierung eine Sitzung, wir hatten eine Klausur und natürlich hat man zwischen den einzelnen Themen dann einmal wieder den Zwischenstand abgerufen online, aber wir haben uns eigentlich auf unsere Geschäfte konzentriert. Also typisch, so die sollen jetzt Bern doch machen, was wollen, oder? Ja, man kann eh nicht viel beeinflussen. Wie war es bei Ihnen, Herr Stach? Ja, ich habe mir das einrichten. Ich bin den entscheidenden Vorgang habe ich am Fernsehen angeschaut. Sie sind ja selber mal 2011 ein Name gewesen, wo man umgeboten hat für einen Bundesrat. Haben Sie das ein bisschen eigen angeschaut und denkt, wäre ja schön, wenn jetzt da so ein paar Stimmen für mich gefolgt wären? Nein, dann hätte ich mich gemeldet in dem Verfahren, das ja sehr ausgiebig war von der SVP. Nein, es ist für mich ganz wichtig. Ich muss das klar sagen, dass die SVP wieder mit zwei Leuten in der Regierung ist. So wird sie gebunden. Das ist ganz wichtig. Ich bin glücklich. Mit dem Guy Parmelin haben Sie schon zu tun gehabt? Persönlich nicht, aber ich bin regelmäßig in Bern für die Ostschweizer Regierungskonferenz und habe mich dort auch erkundigt. Und ich habe gemerkt, dass der Guy Parmelin gerade in Bauernkreisen sehr gut akzeptiert ist. Bist du da rein, Herr Würth? Was ist das Wort zum neuen Bundesrat? Also persönlich kenne ich den Herrn Parmelin nicht. Er macht einen sympathischen Eindruck. Natürlich, er ist ein Welsche. Aus Ostschweizer Sicht könnte man sich eine bessere regionale Verteilung von dem Bundesrat natürlich gut vorstellen. Da ist schon ein Wermutstropfen, das muss man klar sehen. Aber schlussendlich haben die sieben Personen die Verantwortung für das ganze Land. Und ich glaube, er hat für mich jetzt auch eine Kollegialität ausgestrahlt. Das ist ihm sehr wichtig gewesen, die ersten Statements. Und das ist für uns natürlich generell wichtig, dass die Regierung funktioniert von dem Land und dass eben auch Grundprinzipien, die Spielregeln eingehalten werden. Ich glaube, das macht er. Und so Wort explizit Ostschweiz erwähnt in seiner Rede zur Annahme von der Wahl, dass man da nicht vergessen hat, ist das einfach, nimmt man das mit einem Lächeln zur Kenntnis? Oder kann das ein Bundesrat der Stach tatsächlich irgendwo ins Gespür geben, ja, ich tue jetzt halt auch für die mitdenken? Ja, mir hat das außerordentlich gefreut. Es zeigt eben, dass man die Regionen berücksichtigt. Man muss ja sehen, bei dieser Wahl ist jetzt wirklich Konkordanz im Vordergrund stand und hat sich abzeichnet, dass die Ostschweiz da vorübergehend, da würde ich sagen, ein Maloney-Bundesrat ist. Das hat es auch schon gegeben. Aber ich denke, das ist nicht, jetzt nicht das Entscheidende gewesen. Das Entscheidende war, dass man wieder eine Konkordanz herstellen und auch die SVP in die Verantwortung einbindet. Wir erwarten auch von der SVP natürlich da, dass sie auch die Politik mitträgt vom Bundesrat. Und der Herr Baumann, das war ein super Geste. Ich denke auch, er ist ein ländlicher Politiker. Die Ostschweiz ist eigentlich grosser Motto doch eine ländliche Region. Und darum würde ich meinen, dass wir doch gewisse Unterstützung haben. Ich denke jetzt gerade an die Zuckerfabrik Frauenfeld zum Beispiel, wo wir ein bisschen Angst haben jetzt, wo die Zuckerpreise sinken, dass sie möglicherweise mal noch unter Druck kommt. Erhoffe ich mir vom Herrn Baumann, dass er da sieht, dass wir in der Agrarwirtschaft gewisse Massnahmen machen, damit wir da auch in der Ostschweiz weiterhin gut dastehen. Da haben wir gerade schon konkrete Erwartungshaltung. So schön gesagt, vorübergehen kann Ostschweiz. Das heisst, wenn es dann da wieder zu weiteren Vakanzen kommt, jetzt vielleicht weniger auf Seite der SVP, dann müsste ein Ostschweizer wieder vorne anstehen. Also die Erwartungshaltung ist da, dann erst muss ein Ostschweizer sein. Ja, ich glaube, Parteien sollten schon auch in ihren Planungen jetzt einfach da berücksichtigen, dass man doch jetzt geografisch ein bisschen einseitig den Bundesrat zusammengesetzt hat. Und die Ostschweiz sollte sich da bemerkbar machen, das ist klar. Es ist natürlich, jede Wahl ist wieder eine neue Konstellation. Man weiss ja nicht, wie die nächsten Rücktritte sind und so weiter. Da kann man natürlich nicht im Detail planen, aber man sollte ein bisschen vorbereitet sein. Stellen wir da noch relativ schwierig vor. Also was Sie vorher gesagt haben, ich erwarte vom Herrn Parmelin, wie viel kann er denn als Bundesrat machen? Sie beide sind die Kollegialbehörde, sind reingewählt worden mit Kollegen, die Sie sich, sag jetzt mal, selber nicht ausgesucht haben. Wie ist das in der Zeit?
stressig für Sie gewesen, einfach da so, da bin ich jetzt, ich habe ein Departement, ich habe Kollegen? Ja, ich bin seit 15 Jahren in einer Exekutive und das ist eigentlich etwas vom Faszinierendsten, oder? Es sind 7 Leute, die zusammenkommen, die das Volk mandatiert hat und die müssen dann wirklich sich auch zusammenraufen. Und da gibt es natürlich menschlich Sympathie und Antipathie, wie es manchmal in einer Gruppe so der Fall ist. Und es ist ein grosses Glück, im Moment ist das auch so bei uns jetzt in der St. Galler Regierung, dass wirklich trotz unterschiedlicher Parteien sie für eine gut ist. Wir respektieren einander. Und das hoffe ich sehr, dass der neu zusammengesetzte Bundesrat da auch eine gute Kultur hat, eine gute Zusammenarbeitskultur, weil das ist die Basis, damit das Team überhaupt funktioniert. Und da bin ich zuversichtlich eigentlich, so wie er wirkt und so wie er auftretet. Ich glaube, das ist ein Teamplayer. Was hat Ihnen am meisten zu arbeiten gemacht? So? Es gibt ja dann noch eben das Departement und die Generalsekretäre und all die vielen Leute, die da schon seit ewig dabei sind. Und da kommt einer und sagt so, jetzt bin ich da Chef. Ja gut, in einer Führungsaufgabe ist das so. Wenn man neu eintreten tut, dann bringt man sich ein. Man gewöhnt sich gegenseitig an den Stil. Und ich glaube, wenn man in so einem Amt ist, dann muss man auch relativ rasch auf die Tour kommen und die Führungsaufgabe wahrnehmen. In der Pressekonferenz hat der Pamela immer gesagt, ja, ich bin Parlamentarier, ich kann jetzt mal reden als Parlamentarier, ich bin noch nicht wirklich Bundesrat. Er kommt aus der Legislative. Ist das für ihn unter Umständen als Handicap, in so einer Exekutive, so eine grosse Verwaltung müssen fortstehen? Ja, ist jetzt noch schwierig zu sagen. Einerseits ist er so lange im Nationalrat, er kennt die Geschäfte, er kennt die Atmosphäre, das ist ein riesen Vorteil. Die Führungsaufgabe, die er übernimmt, die ist gross und das ist seine Herausforderung. Ich traue ihm das zu, aber das wird die Herausforderung sein, das Departement zu führen, die wichtigen Dossiers zu erkennen, die dann auch wirklich soll vertreten im Bundesrat und vielleicht auch vor dem Volk. Das ist seine Herausforderung und das ist eine Challenge. Aber man hat gesehen heute, er geht das offenbar mit einer guten Mischung aus Lockerheit und Respekt an. Ich bin zuversichtlich, dass er das wird machen. Ein Geheimnis, um sich Respekt verschaffen in so einer Situation, wenn er jetzt ist, Sie kennen die Situation. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Geheimnis, Respekt verschaffen. Das sind zwei Sachen. Sie müssen am Anfang gut zulassen. Sie müssen die wichtigen Dossier kennen und irgendwann anfangen zu entscheiden. Was spannend ist, es ist immer wieder die Frage nach dem Departement gekommen. Er hat ja schon relativ früh gesagt, ich hätte eigentlich gerne das Departement des Innern, weiss aber, ja, da gibt es ein Anciennitätsprinzip, also da ist er nicht in der ersten Wahl. Wäre das für ihn ein gutes Departement? Wird die Ostschweiz sich etwas davon versprechen können, wenn der Berset würde sagen, ja, wenn du das möchtest? Ich nehme es jetzt ein bisschen relativ salopp. Ich glaube, das kann man jetzt so noch nicht sagen. Oder für uns ist natürlich wichtig, es wird jetzt das Finanzdepartement frei. Entweder übernimmt er als Neuer das Departement oder ein bisheriger. Und das Finanzdepartement ist für uns natürlich schon auch ein Schlüsseldepartement. Oder? Ich denke an den Finanzausgleich. Die Ostschweiz gehört zu den Nehmern. Kantone, da geht es um viel Geld und mit welcher Grundhaltung, dass man beispielsweise am Finanzausgleich herangeht, das ist natürlich schon wesentlich. Mit welcher staatspolitischen Grundhaltung auch. Da habe ich das Gefühl, ist er doch ein überzeugter Föderalist. Das passt uns natürlich. Und das sind jetzt noch relativ wichtige Entscheidungen, die im Rahmen der Konstituierung gefällt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein bisheriger ins Finanzdepartement möchte gehen, weil es immer ein Zentralschlüsseldepartement ist. Ein bisschen vage. Meinen Sie, bleibt er? Übernimmt er jetzt für das erste Mal? Ich könnte mir vorstellen, dass ein bisheriger ins Finanzdepartement geht. Gerade auch. Wer? Herr Stach? Ich sehe es auch so. Ich könnte mir vorstellen. Aber das ist jetzt einfach meine so Einschätzung, ohne dass irgendwie nachher etwas wüsste, dass der Ueli Maurer ins Finanzdepartement wechselt. Und macht es der Ueli Maurer nicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass Frau Sommaruga wechselt. Das sind etwa Szenarien. Die anderen Bundesräte, würde ich meinen, bleiben. Bleiben so. Wie versprechen Sie sich aus dem Thurgau jetzt von, sagen wir jetzt, in der einen oder anderen Position von einem neuen SVP-Bundesrat, wo ich ein bisschen näher müsste sein jetzt als vielleicht dem Herrn Wirth? Ja, man kann vielleicht generell sagen, der Bundesrat wird jetzt ein bisschen nach rechts gehen, wird finanzpolitisch ein bisschen zurückhaltender sein, er wird vielleicht in gewissen Fragen, wo man Migrationsfragen, die ganze Frage von der Umsetzung von der Masseneinwanderung, wird er möglicherweise noch ein bisschen stärker den Kompromiss suchen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, man sucht den Kompromiss. Das ist die grosse Aufgabe. Und wenn es da im Bundesrat gelingt, dann so einen Kompromiss zu zimmern, der dann beim Volk eine grosse Mehrheit findet, dann ist es gut. Und da könnte die Wahl von Herrn Baumann der Schlüssel sein.
Masseneinwanderung? Sie sind da so ein bisschen verwirrt. Ich erwarte dort nicht grosse Änderungen. Ich könnte mir vorstellen, dass man im Bereich Regulierung, dass man dort vielleicht das doch jetzt ein bisschen nach rechts geruckte Gremium, dass man dort das spürt. Da würde ich mir persönlich auch wünschen. Wir haben tatsächlich zu hohe Regulierungsdichtigkeit in den letzten Jahren. Da muss man wirklich über die Bücher gehen. Auch für unsere Wirtschaft ist das sehr zentral. Aber ich glaube, in den außenpolitischen Fragen, da wird sich, ich meine, das ist die Quadratur vom Kreis, die Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative, da glaube ich nicht, dass sich fundamental etwas ändert. Etwas, was man heute auch immer wieder gehört hat, ist das mit der SVP gewesen. Oder? Wir haben so Sätze gehört von SVP-Vertretern, die gesagt haben, da, was dort zerbrochen ist, jetzt ist es wieder ganz, jetzt ist alles wieder gut. Und auf der anderen Seite hört man wieder, ja, jetzt schauen wir aber ganz genau auf die Finger. SVP-Parteipolitiker stark ist. Ist alles wieder gut? Kann man jetzt endlich wieder Fürsche schaffen? Ja gut, ich denke, alles wieder gut. Das ist ein grosses Wort. Es ist jedenfalls so, dass wir jetzt nicht mehr eine Situation haben, wo eine Bundesrätin da ist, die bei der einen Partei einfach generell schon auf Kritik stößt. Dass vielleicht, auch wenn sie noch eine gute Vorlage bringt, man ist halt einfach mit Vorbehalt da. Eine Situation, wo eine kleine Partei im Bundesrat hat, da haben wir einfach ein Missverhältnis. Wir müssen jetzt gerne zurückschauen. Aber ich denke, es ist gut, dass da eigentlich eben Konkordanz wieder stimmt. Und ich habe auch den Eindruck, dass die SVP ein Stück weit auch gelernt hat. Ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass die SVP sich ein bisschen mehr jetzt einbinden lässt. Das wenn man sieht, es ist natürlich auch die Frage, wie der Bundesrat jetzt agiert und so weiter. Aber das müsste eigentlich die grosse Hoffnung sein heute. Jetzt stimmt die Konkordanz wieder. Und die Erwartung ist da, wenn man das Parlament heute gesehen hat, dann ist es praktisch, man hat es gar können, fast greifen mit Händen, das Parlament will ein bisschen mehr Ruhe. Wir haben grosse Herausforderungen und da braucht es eigentlich alle miteinander. Und da sind Parteien gefordert, das wirklich um Kompromiss ringen zu Bern und weniger Volksabstimmungssache. Sie haben vorhin gesagt, die SVP hat vielleicht auch etwas gelernt, jetzt kann man wieder ein bisschen friedlicher führen. Auf der anderen Seite haben wir einen relativ kämpferischen Toni Brunner gehört, der gesagt hat, jetzt bringen wir unsere Anliegen da rein, wenn wir es da nicht schaffen, das Parlament, wenn wir es da nicht schaffen, gehen wir halt vor das Volk. Also das ist ja legitim so, aber lässt man denn auch der Herr Parmalee denn seine Linie fahren oder muss er nicht gleich irgendwo damit rechnen, dass ihm draussen im Parlament wieder die Opposition entgegenkommt? Weil er muss Sachen vertreten, die halt vielleicht dann der Strategie nicht passt. Das ist natürlich die Gratwanderung, die wir haben in unserem System. Und vor allem bei der SVP und bei der SP, die ein bisschen an den Pol positioniert sind. Aber ich denke, da, das ist die grosse Herausforderung. Natürlich, der Toni Brunner ist kämpferisch wie immer. Ich glaube, der Parteipräsident tut gut daran, seine Position so zu markieren. Aber ich bin überzeugt, dass es nachher im politischen Alltag ein bisschen anders aussieht. Wir teilen Sie die Meinung? Haben wir jetzt endlich wieder da, was wir eigentlich gerne hätten, lösungsorientierte Politik, weil jetzt ist die SVP zufriedengestellt mit dem zweiten Sitz. Ja, ich glaube, eine gewisse Ruhe, das hoffe ich auf jeden Fall, kehrt schon auch ein. Und das ist auch gut so, weil es ist tatsächlich zum Teil sehr verbissen auch gewesen und auch giftig. Frau Wittmer-Schlumpf hat in meinen Augen eine gute Arbeit gemacht, aber einfach die kleine Partei hat natürlich dann vielfach einfach zu wenig Basis gehabt im Parlament. Und dann wird es schwierig, sich von der Regierung auch Vorlagen durchzubringen. Aber meine, die SVP, ob sie jetzt tatsächlich die Doppelrolle Regierungs- und Oppositionspartei will abstreifen, da müssen sie beweisen. Da mache ich persönlich noch ein Fragezeichen. Bis jetzt haben sie das gespielt. Und natürlich, die SP zum Teil auch, da muss ich auch einräumen, das ist klar. Da werden wir sehen. Da glaube ich persönlich noch nicht, vor allem wenn es dann wieder auf die Wahlen zugeht, dann wird's wieder, wird das Volksrecht natürlich, das ist legitim, man wird wieder Referenden machen, man wird Initiativen machen, möglicherweise auch Vorstösse, die für die Schweiz ein Problem geben, aber das sind die Volksrechte, die kann man einsetzen. Und, aber als Regierungspartei sollte man das auch ein bisschen dosierter machen. Also das wünsche ich mir schon, dass die SVP da ein bisschen mehr Regierungsverantwortung wahrnimmt. Stark. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen fest in der Parteipolitik. Ich möchte wieder ein bisschen mehr als Regierungspräsident. Beide. Ich möchte einfach jetzt ergänzen. Das ist Fakt. Es tun alle Regierungsparteien auch das Mittel der Volksinitiative heute brauchen. Man kann könnte das aber grundsätzlich diskutieren. Es ist ein Stück weit zum Marketinginstrument geworden. Das ist eine gewisse Grundproblematik. Also da ist ja nicht bloß
SVP und SP, da sind auch CVP und FDP, tun das auch einsetzen. Da müssen vielleicht auch mal die Regierungsparteien mal zusammensitzen und sagen, so, wie tun wir das Mittel wirklich dann einsetzen, wenn es nötig ist, damit das Mittel auch die Wirkung behalten tut. Ja, das ist richtig, oder? Aber ursprünglich ist natürlich Initiativrecht, Referendumsrecht ist eigentlich das Mittel der Minderheiten. Ja, und eigentlich weniger von den Regierungsparteien. Oder? Aber ich persönlich glaube nicht daran, dass, auch wenn sich jetzt da die vier Parteien zusammentun, dass da jetzt, sich völlig verändert tut. Auch man wird weiterhin mit denen Instrument schaffen, auch Politmarketing betreiben. Und wie das jetzt eingesetzt wird, da sind wir gespannt, wenn auch das neue Parlament. Besten Dank für die Einschätzung, danke für den Besuch, Herr Stach. Danke schön. Danke vielmals. Ja, die